Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Zwei Wochen nach dem Tod von Franz Josef Strauß hat die Führung der CSU die Weichen für die personelle Erneuerung der Parteispitze gestellt. Einen Zweikampf um die Strauß-Nachfolge wird es danach nicht geben. Der Vorstand der Partei befürwortete heute auf einer Sitzung in München einmütig die Kandidatur des Bonner Landesgruppenchefs Weigel. Er soll auf dem Parteitag am 18. und 19. November gewählt werden. Bayerns Wirtschaftsminister Tandler verzichtete auf eine Kandidatur. Für das Amt eines der stellvertretenden Parteivorsitzenden will er erst Ende 1989 kandidieren. Als heute Morgen die Staatskarossen vor der CSU-Landesleitung in München vorfuhren, war im Grunde bereits alles gelaufen. Das Selbstbewusstsein der Führungscrew, durch den Tod von Franz Josef Strauß kurzfristig erschüttert, ist wieder gefestigt. Das ist eine gute Entwicklung und ich glaube, dass da viele unglücklich sind darüber, außerhalb der CSU, die gemeint haben, es gibt ganz erhebliche Auseinandersetzungen. Und das war die Überraschung des Tages. Gerold Tandler, der zunächst gegen Weigel um den Vorsitz kandidieren wollte und dann als Parteivize ins Gespräch gebracht worden war, verzichtete auch auf dieses Amt. Damit wird die CSU am 19. November nur den Vorsitzenden neu zu bestimmen haben. Dies wird, daran gibt es seit heute Morgen kaum noch Zweifel, Theo Weigel, ein Mann des Ausgleichs. Dass er der Wunschkandidat des CDU-Vorsitzenden sei, mag er trotzdem oder gerade deshalb nicht hören. Der Bundeskanzler ist über mich nicht so arg erfreut immer. Und ich gehöre zu denen, die im Koalitionskreis sehr klar die Meinung sagen, dem Bundeskanzler, dem Bundesfinanzminister, dem Arbeitsminister oder auch der FDP gegenüber. Der Bundeskanzler wird sich hüten, über einen Wunschkandidaten zu sprechen. Und er wird in mir keinen willfährigen Koalitionspartner finden, aber einen eigenwilligen, der seinen Beitrag dazu leistet, dass Helmut Kohl Kanzler bleiben kann, über 90 hinaus. Wie er schlugen heute auch andere, so der künftige bayerische Ministerpräsident Max Streibel, deutliche Töne an. Die neue CSU-Führung hat offenbar ihre Aufgabe erkannt, dass rechts neben ihr keine demokratisch legitimierte Partei existieren darf. Bundeskanzler Kohl geht davon aus, dass das CDU und CSU nach Neubesetzung der bayerischen Spitzenämter in engem Schulterschluss weiter ihren gemeinsamen politischen Weg gehen. Nach einer Sitzung des CDU-Präsidiums erklärte Kohl zugleich, er wolle nach dem Tod von Franz Josef Strauß und dem Wechsel in der FDP-Führung keine umfassende Kabinettsumbildung in Bonn. Bei einem Flugzeugabsturz nahe dem römischen Flughafen Leonardo da Vinci vergangene Nacht sind 30 Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine der ugandischen Fluggesellschaft hatte bei dichtem Nebel die Landepiste verfehlt. Wie durch ein Wunder überlebten 22 Insassen, viele davon wurden aber schwer verletzt. Die meisten Opfer sind Uganda. Das Flugzeug war auf dem Weg von London zum Heimatflughafen Entebbe und sollte zwischenlanden. Die Boeing 707 schlug kurz nach Mitternacht einen Kilometer vom Flughafen entfernt auf. Der Pilot hatte vermutlich Lichter einer Straße mit den Positionslampen der Landebahn verwechselt. Beim Sinkflug streifte das Flugzeug zunächst mehrere Häuser. Ein Bewohner wurde dabei verletzt, raste dann durch einen Parkplatz und verlor eine Tragfläche. Beim Aufprall explodierte der hintere Teil, der vordere rutschte noch 300 Meter weiter in ein Feld. Bevor der zweite Rumpfteil ebenfalls Feuer fing, konnten sich einige Passagiere selbst befreien oder geborgen werden. Rettungsmannschaften brauchten über eine Stunde, um die Flammen zu löschen. Die Wrackteile lagen verstreut in einem Umkreis von mehreren hundert Metern. Der türkische Staatspräsident Evren hat heute seine offiziellen Gespräche in der Bundesrepublik begonnen. In einer Tischrede würdigte Bundespräsident von Weizsäcker am Abend die Rückkehr der Türkei zur Demokratie. Bonn verfolge besonders die Entwicklung der Minderheiten und Menschenrechte mit kritischer Anteilnahme wahrer Freunde. Evren betonte in der Erwiderung, sein Land respektiere die Menschenrechte. Unterdessen warf die Gefangenenhilfsorganisation Amnesty International der Türkei erneut vor, die Menschenrechte zu missachten. Allein im letzten Jahr seien 17 Personen durch Folterungen gestorben. Heute Morgen vor der Villa Hammerschmidt. Richard von Weizsäcker begrüßt seinen Gast mit militärischen Ehren. 1970 war zum letzten Mal ein Staatspräsident aus der Türkei in Bonn zu Besuch. Von Weizsäcker war vor 2 Jahren am Bosporus. Beim Mittagessen würdigten beide Staatsmänner die seit 150 Jahren anhaltend engen und harmonischen Beziehungen.
Der Bundespräsident meinte, die rund 1,5 Millionen türkischen Mitbürger seien eine große Bereicherung für die freundschaftlichen Bindungen. Deshalb müssten auch Bonn und Ankara gemeinsam bei ihrer Eingliederung in der Bundesrepublik oder ihrer Rückkehr in die alte Heimat helfen. Weizsäcker begrüßte den Antrag der Türkei, Mitglied der Europäischen Gemeinschaft zu werden. Der Beitritt sei eine natürliche Folge der traditionell auf den Westen ausgerichteten Politik der Türkei und für die Gemeinschaft keine Last, sondern ein Gewinn, betonte Evren. Morgen wird er mit Bundeskanzler Kohl zusammentreffen. Zu einer radikalen Erneuerung des Sozialismus hat der Chef des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens, Šuva, heute in Belgrad aufgerufen. Auf der Sitzung des Zentralkomitees forderte er die Trennung von Staat und Partei. Viele wirtschaftliche Reformversuche seien an einer versteinerten politischen Bürokratie gescheitert. Die Verbesserung der Wirtschaftsbedingungen sei jedoch die wichtigste Aufgabe für die Zukunft. Die Krisenkonferenz der jugoslawischen Kommunisten in Belgrad war kein Tag für die Presse. Keine Reporter, nur Kamerateams und auch die nur für 5 Minuten im Plenum. Die 165 ZK-Mitglieder haben sich zur 17. Vollversammlung von der Öffentlichkeit abgeschottet. Parteichef Šuva, eine 3 Stunden Eröffnungsrede, davon 7 Seiten Prügel für die Kosovo-Albaner. Der Rest Theorie, Bestandsaufnahme und Selbstkritik. Wir sind bei der Prüfung durchgefallen. Interessengedränge aber vor dem Mann, der angetreten ist, mit den Politversagern aufzuräumen. Slobodan Milosevic, der serbische Parteiführer, den die Zeitungen auch schon Duce nennen. Auf der internationalen Interviewliste ganz oben 70 Anfragen. An die 50 Funktionäre haben ihr Rücktrittsgesuch bereits in der Tasche oder werden gefeuert. Zum Tagesordnungsthema Nummer 1 haben sich 66 Redner gemeldet. Keine direkte Fernsehübertragung, sondern gefilterte Aufzeichnung. Was die Presse zu melden kriegt, ist weit von den hohen Reformerwartungen entfernt. Niemand geht aus der Deckung, alle beschreiben nur detailliert die Krise. Keiner wagt Ungewöhnliches zu fordern. Da ist bis jetzt nichts zu spüren von der wochenlangen öffentlichen Konfrontation zwischen den Republiken. Die jugoslawischen Kommunisten bewegen sich weit unter ihren Möglichkeiten. Ein enttäuschender erster Konferenztag. Dieselben Funktionäre, die seit Jahren das revolutionäre jugoslawische Selbstverwaltungsmodell fast zu Schrott gefahren haben, diese Leute haben heute nicht viel mehr abgeliefert als eine dramatische Schadensmeldung. Statt der erwarteten Aufbruchsstimmung beschwörende Reparaturformeln zu Einheit und Staat. Die meisten der 23 Millionen Jugoslawen aber wollen keinen reparierten Tito-Sozialismus, sondern ein neues, modernes Gesellschaftsmodell. Das aber war heute nicht einmal auf dem Reißbrett zu sehen. In Stockholm sind heute die diesjährigen Medizin-Nobelpreisträger bekannt gegeben worden. Es sind der Brite James Black sowie die beiden Amerikaner Gertrude Elion und George Hitchings. Alle 3 erhalten den Preis für die Arzneimittelforschung. Black für die Entwicklung der sogenannten Beta-Blocker, die vor allem bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen helfen. Elion und Hitchings entwickelten Wirkstoffe gegen schädliche Organismen, die unter anderem bei der Krebsbekämpfung eingesetzt werden. Erstmals seit 800 Jahren hat heute ein Staatsoberhaupt Großbritanniens offiziell Spanien besucht. Elisabeth II. Wurde auf dem Madrider Flughafen vom Kronprinzen Felipe und seiner Schwester Elena begrüßt. 1986 war die britische Königin von König Juan Carlos, hier mit seiner Frau Sophia, bei der Begrüßung eingeladen worden. Vor 4 Wochen war zum ersten Mal ein britischer Regierungschef, die Premierministerin Thatcher, in Spanien. Die Beziehungen beider Staaten sind durch den Streit um Gibraltar belastet, das den Briten seit 1713 den ungehinderten Zugang zum Mittelmeer ermöglicht. 1984 entspannte sich der Konflikt, als beide Seiten auf eine Initiative der Europäischen Gemeinschaft hin Verhandlungen begannen. Der Präsident des Jüdischen Weltkongresses Bronfmann und DDR-Staats- und Parteichef Honecker haben sich heute in Ost-Berlin über Grundsatzfragen geeinigt. Einzelheiten sollen morgen bekannt gegeben werden. Honecker betonte nach dem Gespräch, die DDR halte das Andenken an die Opfer der Nazi-Tyrannei, darunter 6 Millionen ermordeter Juden, in hohem Ansehen. Bei dem 3-tägigen Besuch Bronfmanns geht es auch um die Frage von Wiedergutmachungszahlungen durch die DDR. In Frankfurt ist heute der Rahmenkreditvertrag zwischen einem deutschen Bankenkonsortium und der Sowjetunion unterzeichnet worden. Mit dem Auslandskredit werden der UdSSR 3 Milliarden Mark zur Verfügung gestellt.
Die Sowjetunion will mit dem Geld die Importe zum Ausbau der heimischen Konsumgüterindustrie finanzieren. Alle nordrhein-westfälischen Atomanlagen weisen einem Sicherheitsgutachten zufolge zahlreiche technische Mängel auf. Dieses 8000 Seiten starke Gutachten wurde heute offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt. Insbesondere bei den älteren Kernkraftwerken, wie hier in Würgassen, gibt es zahlreiche ernstzunehmende Sicherheitsmängel. Das ist das Fazit des Gutachtens, das die Düsseldorfer Landesregierung nach dem Unglück von Tschernobyl in Auftrag gegeben hatte. Nach den Erkenntnissen der Experten ist besonders im Bereich des Brandschutzes, nach dem heutigen Stand der Wissenschaft, die erforderliche Schadensvorsorge nicht in allen Bereichen gegeben. Aus diesem Grund empfehlen die Gutachter zum Beispiel für den Forschungsreaktor in Jülich dringend die Einschränkung bestimmter Experimente. Auch beim Schutz gegen Erdbeben und Flugzeugabstürze gibt es Defizite. Insgesamt sind alle Mängel jedoch nicht so gravierend, dass konkrete Gefahren für die Bevölkerung bestünden. Es ist keine Besorgnis dahin, dass jetzt eine Betriebsstilllegung sofort notwendig angezeigt ist. Welche Konsequenzen sehen Sie denn jetzt konkret? Ich sehe für jede Anlage abgestuft, am stärksten für Würgassen und am wenigsten für Gronau, die Notwendigkeit, dass wir zu einem Risikominderungsplan kommen, den ich gemeinsam mit den Betreibern aufstellen möchte, wo Art, Umfang, Zeitplan der durchzusetzenden Maßnahmen festgelegt wird und dies tunlichst im Einvernehmen. Es liegt also nun bei den Betreibern, die Mängel abzustellen. Außerdem fordert Jochimsen von Bonn ein striktes Überflugverbot für Militärmaschinen und eine Neufassung des Atomgesetzes. Hierin soll die ständige Anpassung aller kerntechnischen Anlagen an den neuesten Sicherheitsstandard festgeschrieben werden. Bundesfinanzminister Stoltenberg hat Länder und Gemeinden zu mehr Privatisierungen aufgefordert. Bei einem Vorstandstreffen der Unternehmen mit Bundesbeteiligung in Berlin warf der CDU-Politiker den Ländern vor, ihre Beteiligung in der Industrie und bei Banken, im Energiesektor sowie bei Verkehrsgesellschaften bisher kaum verringert zu haben. Auch würde es vielfach erhebliche Kosten sparen, Dienstleistungen der Gemeinden an private Anbieter zu übertragen. Die von Verkehrsminister Warnke in Aussicht gestellten Hilfen des Bundes zur Sanierung der Deutschen Bundesbahn hat dessen Vorstandsvorsitzender Gohlke begrüßt. Auf dem Kongress der Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschlands in Nürnberg sprach Gohlke von einer revolutionären Veränderung. Warnke hatte gestern vor den Delegierten eine Entschuldung des Unternehmens sowie die Übernahme eines Teils der Kosten für das Schienennetz befürwortet. Ungeachtet der Gewerkschaftskritik kündigte Gohlke weitere Personaleinsparungen an. Im Zusammenhang mit den Millionenverlusten des Duisburger Handelskonzerns Klöckner im Ölgeschäft ist heute der Chefölhändler und Prokurist des Unternehmens Zeschma vorläufig festgenommen worden. Die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft verdächtigt ihn der Untreue. Nach Angaben des Konzerns ist Zeschma bereits vor der Festnahme fristlos entlassen worden. Der Prozess um die blutigen Ausschreitungen im Brüsseler Heyselstadion beim Europapokalspiel FC Liverpool-Juventus Turin hat heute in der belgischen Hauptstadt begonnen. Es wird damit gerechnet, dass das Verfahren mehrere Monate dauert. 50.000 Seiten Akten und 60 Stunden Video- und Fernsehaufnahmen müssen durchgearbeitet werden. 29. Mai vor drei Jahren. Rüpeleien und Gewalttätigkeiten, überwiegend britischer Fußball-Raudis, lösen unter den italienischen Fans im benachbarten Block eine Panik aus. Dabei bricht eine Mauer zusammen und begräbt zahllose Menschen unter sich. 39 Tote und über 500 Verletzte waren die Bilanz. Angeklagt sind jetzt 26 Engländer wegen Totschlags. 24 von ihnen sind bei dem Prozess anwesend, 2 sind in England wegen anderer Straftaten inhaftiert. Außerdem müssen sich 2 Polizisten und ein belgischer Fußballfunktionär wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Die Angehörigen der Opfer haben noch 150 Zivilklagen gegen 2 Politiker und 2 UEFA-Verantwortliche angestrengt. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 18. Oktober. Das Satellitenbild zeigt auch heute über Mittel- und Westeuropa verbreitet starke, hochnebelartige Bewölkung. Gebietsweise war es jedoch sonnig, sodass in Süddeutschland die Temperaturen örtlich bis 25 Grad klettern konnten. Ursache dafür ist die am Rande des Tiefdrucksystems über Westeuropa einfließende Warmluft, die nach Norden geführt wird. Sie kann sich jedoch nur örtlich bis zum Boden durchsetzen. An dieser Wetterlage ändert sich auch morgen nur wenig. Die Vorhersage für morgen.
Morgens stellenweise dichter Nebel. Am Tage vorherrschend starke, hochnebelartige Bewölkung. Gebietsweise vor allem in Lagen oberhalb 800 Meter Aufheiterungen. Tiefsttemperaturen 7 bis 12 Grad. Tageshöchstwerte im Norden 11 bis 14, sonst 14 bis 18, bei längerem Sonnenschein am Alpenrand bis 24 Grad. Schwacher östlicher Wind. Die weiteren Aussichten, am Mittwoch noch wenig Änderungen.